Moin, moin und herzlich willkommen bei Century. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, auch ich möchte euch meine 10 Herbstdüfte vorstellen. Es gibt bei mir allerdings kein Ranking. Ja, die stehen hier alle zu meiner Linken. Ich hole die Parfums nach und nach ins Video und stelle euch diese vor. Und wir starten mit dem ersten Kandidat, mit Russian Leather von der Nischenmarke Memo Paris. Ganz neu in meiner Sammlung, tatsächlich erst vor wenigen Stunden gekauft. Ich muss aber dazu sagen, dass sie auch schon mal eine Abfüllung hatte. Ja, entsprechend kann ich euch auch ein bisschen was über das Parfum erzählen. Ja, Russian Leather passt für mich ideal in den Herbst. Es ist ein ganz tolles, qualitativ hochwertiges Parfum. Es ist fougère-artig, aber ja, eher so aufgelockert fougère-artig. Also nicht zum Beispiel wie Beau de Jour von Tom Ford. Alles ein bisschen, ja, frischer, aufgelockerter, also wirklich sehr interessant. Dann haben wir aber auf der anderen Seite auch grün-krautige Noten. Wir haben hier Rosmarin, wir haben hier Minze und wir haben einen richtig tollen, angenehmen Drydown durch Tonkabohne, durch Guayakholz und da bekommen wir eben auch eine ganz feine Ledernote. Ja, es ist für mich wirklich eine sehr interessante Duft-DNA, weil eben hier verschiedene Duft-DNAs miteinander kombiniert wurden. Ja, Russian Leather ist ja so ein bisschen hinter African Leather und Winter Palace der Marke Memo Paris im Hintergrund. Aber es muss sich wirklich nicht verstecken, ganz im Gegenteil. Es ist so ein kleiner Geheimtipp, wirklich ein ganz tolles Parfum. Ja, dann kommen wir zum zweiten Parfum, Eye Andalouse der Nischenmarke Moresque. Ein so tolles Parfum, also ich bin wirklich begeistert. Es ist würzig, es ist harzig, es ist balsamisch. Die Kopfnote ist schön würzig durch Safran, aber auch leicht scharf durch Pfeffer und durch Ingwer. Im Herzen bekommen wir dann eine richtig feine, angenehme und vor allem nicht animalische Oud-Note, denn da haben wir indonesisches Oud. Ja, der Drydown ist dann so richtig schön weich und balsamisch. Wir haben nämlich Tolu-Balsam als Duftnote. Birke und Labdanum sorgen dann auch noch für so eine leichte Rauchigkeit. Zusammengefasst kann man also sagen, es ist wirklich angenehm, würzig, harzig und vor allem sehr balsamisch. Eine sehr angenehme Duft-DNA. Die Haltbarkeit und die Sillage sind wirklich sehr, sehr gut. Es hält ohne Probleme den ganzen Tag. Im Umfeld kommt das Parfum wirklich gut an. Also eine klare Empfehlung. Ja, nun kommen wir zu einer Ikone, zu einem Duftklassiker, nämlich zu Shalimar. In der Eau de Parfum-Variante. Ja, ganz offiziell ist es ja ein Frauenparfum. Für mich ist es aber ganz klar Unisex und vor allem von uns Männern ideal zu tragen. Für mich ist es ganz klar ein orientalisches, würziges, blumiges Vanilleparfum. Wir haben hier also diverse blumige Noten und von der Kopfnote bis in den Drydown schwingt auch die ganze Zeit ja eine animalische Note mit. Das muss man tendenziell eher mögen. Der Drydown hingegen ist richtig schön weich und angenehm. Da kommt die wundervolle Vanille heraus. Wir haben da noch Tonkabohne und auch balsamische Noten. Also es ist und bleibt ein Duftklassiker. Meiner Meinung nach gehört Shalimar in jede Sammlung. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Die Haltbarkeit und die Sillage sind wirklich sehr gut. Es hält den ganzen Tag. Ja, Black Afghano, unschwer zu erkennen. Ja, für mich das ideale Herbstparfum. Also es kombiniert so viele tolle Sachen, die in den Herbst passen. Es ist balsamisch, tatsächlich im Drydown auch leicht süßlich. Wir haben hier ganz viel Rauch, also rauchige Noten. Dann ist es auch würzig, es ist harzig, es ist erdig. Es hat eine unfassbare Haltbarkeit und auch Sillage. Das ist natürlich alles immer Geschmackssache und subjektiv. Ich sage das ja so häufig in meinen Videos. Es ist daher alles relativ, ne? Geschmäcker sind verschieden. Ich finde aber, dass Black Afghano wirklich Meisterwerk ist. Ich finde es wirklich toll. So, dann kommen wir jetzt einmal zu Tobacolor von Christian Dior. Ist ja tatsächlich eher schlechter bewertet, was ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann, denn ich finde Tobacolor ist ein ganz tolles Parfum, vor allem jetzt so für den Herbst. Denn wir haben auf der einen Seite wirklich eine ganz tolle, würzige Tabaknote und eben auf der anderen Seite auch süße Duftnoten wie Honig, wie Pflaume und Pfirsich. Und diese Duftkomposition, also auf der einen Seite eben sehr würzig, rauchig, und auf der anderen Seite diese süßen Duftnoten finde ich einfach ideal für den Herbst. Deswegen, ich persönlich kann die schlechten Bewertungen nicht verstehen.
Aber ja, auch nochmal an dieser Stelle, Geschmäcker sind natürlich verschieden. Es ist natürlich alles in Ordnung. Ja, die Haltbarkeit und die Sillage sind überdurchschnittlich. Also es hält wirklich den ganzen Tag. Es hat eine sehr gute Sillage. Also gerade die ersten Stunden strahlt Tobacco-Color wirklich sehr stark ab. Ich finde es wirklich große Klasse. Ja, meiner Meinung nach darf Floral Amber Essential Musk von Rosendo Mathieu im Herbst nicht fehlen. Das ideale Parfum meiner Meinung nach, wenn es draußen, ja, kalt, nass, ungemütlich ist. Für mich ist das einfach ein Meisterwerk. Also es ist so schön pudrig und würzig zugleich. Es ist ambriert, es ist vanillig, leicht floral. Man ist von einer so tollen, ja, weichen, balsamischen, pudrigen Duftaura umhüllt. Die Haltbarkeit und die Sillage sind wirklich der Wahnsinn. Es hält mindestens 1 bis 2 Tage. Also ja, in der Regel geht man ja eben duschen, aber falls nicht, würde man es ohne Probleme am nächsten Tag auch noch riechen. Also ausnahmslos eine klare Empfehlung. Ja, und Musc Ravageur darf im Herbst auch nicht fehlen. Ein moschuslastiges Parfum. Also Moschus ist hier ganz klar der Main Player. Ihr müsst Moschus mögen, sonst wird's schwierig. Es ist tatsächlich auch ein leicht animalischer Moschus, was aber eben auch so durch die süßen Duftnoten wie Vanille, Amber und Zimt so ein bisschen im Zaun gehalten wird. Es geht dann tatsächlich fast schon in so eine leicht gourmandige Richtung. Aber ja, wie gesagt, der Main Player ist und bleibt eben diese leicht animalische Duftnote. Es kommt sehr gut im Umfeld an. Die Haltbarkeit und die Sillage sind auch sehr gut. Also es hält so 10 bis 11 Stunden ohne Probleme. Auch dieses Parfum kann ich euch wirklich empfehlen. Ja, ich denke, zur Ombre Nomade von Louis Vuitton muss man auch mittlerweile nicht mehr ganz so viel sagen. Es ist ja unfassbar beliebt und auch gehypt. Meiner Meinung nach eben auch zu Recht. Es ist ein sehr intensives, udiges Parfum. Wir haben hier auch noch eine angenehme Weihrauchnote, also es ist eben auch rauchig. Und wir haben eine tolle Fruchtsüße, die eben durch die Himbeere kommt. Es ist wirklich ein tolles Parfum. Und Vorsicht, jetzt kommt es wieder, das Wort Beast Mode, aber das ist hier einfach Programm. Die Haltbarkeit ist unfassbar. Also ihr müsst euch wirklich abschrubben unter der Dusche, sonst habt ihr es am nächsten Tag noch auf der Haut. Klamotten müsst ihr dementsprechend heiß waschen. Die Sillage ist sehr intensiv. Euer Umfeld weiß sofort, was los ist. Also ich finde es toll. Ich trage es super gerne im Herbst und kann euch entsprechend eben Ombre Nomade empfehlen. Ja, sorry, not sorry, Leute, aber Naxos muss einfach in meine Herbstsammlung. Diese Duftkomposition aus Tabak, Honig, Zimt und Vanille passt einfach ideal, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist. Ja, es ist einfach so schön weich, qualitativ hochwertig, so anschmiegsam. Ihr habt eine wundervolle Duftaura. Es gibt Komplimente ohne Ende. Die Haltbarkeit und die Sillage sind auch nach der Reformulierung noch gut. Und lasst euch auch nicht von irgendwelchen Kommentaren beirren, dass es ja nur noch 3 Stunden hält und dass die Sillage ja nur noch hautnah ist und so weiter. Also was man da zum Teil liest, ich möchte da niemandem zu nahe treten. Wenn ihr das so empfindet, ja, dann mag es vielleicht sein und es tut mir natürlich auch leid, aber es spiegelt nicht die Realität wider. Die Haltbarkeit und die Sillage sind immer noch gut. Hat es sich vielleicht ein bisschen verändert zu damals? Ja, mit Sicherheit. Das ist aber gang und gäbe. Parfums werden nun mal reformuliert. Parfums verändern sich. Ist es dadurch ein anderes Parfum geworden? Nein, es riecht immer noch, wie Naxos eben riecht. Es hat immer noch eine gute Haltbarkeit und Sillage. Das ist doch das Wichtigste. Vergleicht nicht immer mit irgendwelchen Reformulierungen, die es mal damals gab. Macht in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn. Ich liebe dieses Parfum. Ich trage es immer noch so, so gerne. Ja, und welches Parfum darf auch auf gar keinen Fall in einer Herbstliste fehlen? Richtig, ihr seht es schon, Rogers Enigma hier als Parfum-Cologne-Variante. Ja, die Kopfnote ist wirklich ein Traum. Diese Cherry-Coke-Vibes, die man bekommt, wenn man sich das Parfum aufsprüht, einmalig. Dann haben wir im Duftverlauf eben auch noch eine richtig tolle Tabakwürze. Wir haben Cognac, also eine alkoholische Note.
wie am Vanille, wie am generell auch würzige, holzige Noten. Es ist für mich wirklich ein ideales Parfum. Draußen, wenn es ungemütlich ist, bestens zu tragen. Aber auch wenn man irgendwie, ja, indoor unterwegs ist, da passt Enigma einfach ideal in den Herbst. Also ich finde das wirklich ein ganz tolles Parfum. Die Haltbarkeit ist auch super. Sillage ist auch in Ordnung. Also eine klare Empfehlung. Ja, und tatsächlich auch für heute das letzte Parfum. Ich hätte auch noch so viele andere Herbstparfums gehabt, die sich ideal für den Herbst eignen. Ich habe auch überlegt, vielleicht einen zweiten Teil zu veröffentlichen. Ich lasse mir da auf jeden Fall in den nächsten 1 bis 2 Wochen nochmal etwas einfallen. Ja, mich würde jetzt abschließend noch interessieren, ob du das eine oder andere Parfum hier aus dem Video auch in deiner Sammlung hast. Falls auch ganz andere Parfums im Herbst trägst. Ja, auch das schreib mal gerne in die Kommentare. Ich bin da immer offen für Neues. Dann sage ich auf jeden Fall danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.